Für viele Top-Manager ist die Gier eine typische Sünde. Diese Ansicht vertritt der ehemalige Spitzenmanager Thomas Middelhoff. Er leitete die Konzerne Bertelsmann und Arcandor und wurde 2014 wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu einer 3-jährigen Haftstrafe verurteilt. Im Interview mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA bekannte Middelhoff, die Gier, Steuern zu sparen, sei letztlich sein wirtschaftlicher Untergang gewesen. Im Gefängnis habe ihm Gott einen Weckruf geschickt. Er habe begonnen, regelmäßig die Bibel zu lesen und zu beten. Ich danke Gott für die Gnade, dass er mir die Augen geöffnet hat. Über seine Lebensgeschichte berichtet der Manager auch beim Kongress christlicher Führungskräfte, der vom 28. Februar bis 2. März in Karlsruhe stattfindet. Veranstalter ist die evangelische Nachrichtenagentur IDEA. Zur Religionsfreiheit gehört auch das Recht auf Mission. Das sagte der Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit Markus Grübel in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt. In Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sei das Recht verankert, die Religion zu wechseln, so der katholische Politiker. Dazu gehört für mich auch, dass man über seine Religion werbend informieren darf. Das müsse erlaubt sein. Allerdings werde die Religionsfreiheit weltweit zunehmend in Frage gestellt. So werde in den islamischen Ländern Iran und Saudi-Arabien die Freiheit von Christen massiv eingeschränkt. Weiteres Beispiel sei die Vertreibung der muslimischen Rohingya in Myanmar. An Weihnachten feiern Christen die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Mit dem Neuen Testament begann eine neue Zeitrechnung und die Gottesbeziehung veränderte sich. Dennoch ist Thorsten Uhlig, Professor für Altes Testament an der Evangelischen Hochschule Tabor, überzeugt, dass sowohl im Alten als auch im Neuen Testament vom selben unveränderten Gott die Rede ist. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihm. Die auch oft verstörenden Texte des Alten Testaments sind nicht unbedingt nachahmenswert, aber sie sind erzählenswert, weil sie uns die Augen öffnen über das, was Menschen in der Lage sind zu tun, was wir in unserer Welt erleben, welche Herausforderungen wir haben. Und die Darstellung Gottes im Alten Testament ist da oft so vielfältig, wie auch unser Leben ist. Und so vielfältig wie unser Leben ist und so vielfältig wie die Seiten Gottes im Alten Testament beschrieben werden, sind auch die Möglichkeiten, wie wir uns an Gott wenden können. Das Alte Testament bietet dafür verschiedene Worte: Klage, Lob, Dank, Zweifel. Und insofern bietet das Alte Testament auf ganz verschiedene Weise Möglichkeiten und Worte, wie wir uns Gott zuwenden können und die Welt verstehen können, auch heute in unserer Zeit.